Und herzlich willkommen zur fünften Episode des Pro Cycling Manager 2022 mit dem Team Team Mobile. Wer jetzt aufmerksam ist, wird sehen, dass wir in dem Datum her minimal in der Vergangenheit sind. Das liegt daran, dass ich ja jetzt die, wie ich es aber auch in der vorigen Episode erzählt habe, dass sich die Vuelta a San Juan mit der Tour de Langkawi überschneidet. Ich mache das aber so, dass ich immer nur die einzelnen Rennen, aufnehme und dann die Rennen zusammenschneide, die zusammengehörig sind. Ich finde das sehr unordentlich und verwirrend, jetzt hier irgendwie in einem Video, weiß ich nicht, einen Teil dieser Etappen drin zu haben und dann wieder ein paar davon und so. Von daher schneide ich immer die Etappenrennen zusammen. Ja, damit das einfach nachvollziehbarer ist und so weiter. Also ich finde es einfach so besser. Dann gehen wir hier mal rein. So, wir starten die Tour de Langkawi mit Luis Leidert und Benjamin Eckersdorfer und Tobias Müller, sogar Matteo Groß. Vier unserer Talente sind hierbei. Und dann unsere beiden Österreicher Rabic und Geismayer. So, wir haben die erste Etappe, ist eine Flachetappe. Gucken, wer ist unser bester Sprinter von denen? Tobias, ja, es sind alles Pflaumen. Sprint. Wer, also Rabic wahrscheinlich sogar noch. Ja, sind wir natürlich nicht bei den Favoriten dabei. Können uns noch mal kurz das komplette Profil angucken, dass wir wissen, worum es geht. Das ist also insgesamt eher eine Ebene Rundfahrt. Eben, hier haben wir einmal eine 1er Bergwertung auf Etappe Nummer 3. Hier haben wir nochmal eine HC Bergwertung, also Etappe 3 und 4 könnten interessant sein, falls wir es schaffen, uns Bergtrikot zu fahren. Okay, hier gibt es dann auch nochmal 16, also trotz alledem, dass es sehr flach ist. Hier haben wir dann wieder einen Rundkurs, gibt es auch einige Bergwertungen. Nun gut, wir schauen auf jeden Fall mal rein und sehen uns dann in der Etappe. Wir befinden uns 2 Kilometer vor der ersten Sprintwertung. Luis Leidert hat eine 5er Tagesform, da habe ich mir gedacht so, und der war zum Glück auch direkt vorne im Feld platziert, also konnte ich mit dem direkt den Angriff machen. Müller ist gerade gestürzt, wo war das? Na, Kilometer 1 direkt, ja, also, aber ich habe mir jetzt gerade mit Eckersdorfer zurück ins Feld führen können. So, und dann schauen wir mal, dass wir uns den Sprint hier snacken. Takeshi hat 61, 61, 64, 50er Werte, also sollte eigentlich für Luis Leidert kein Problem darstellen. Ja, und das ist unser. Sehr gut. Wieder auf die 75 runter. Feld ist relativ langsam, kann also auch gut sein. Ja, also die nächste Sprintwertung auf jeden Fall noch und vielleicht sogar auch die letzte Sprintwertung hier noch. Aber 72 Kilometer, schauen wir mal. Wir befinden uns wieder 2 Kilometer vor der nächsten Sprintwertung. Peloton kommt näher, nur noch 2,5 Minuten, also ich glaube bis nochmal werden wir es nicht schaffen. Oh, jetzt habe ich. Oder nicht, jetzt habe ich es verkackt. Na. Gleich mit Takeshi. Das war jetzt schlecht. Das war jetzt richtig schlecht. Egal. Das ist jetzt halt so. Gehen wir hier auf 60. Der muss sich jetzt erstmal regenerieren. Wir haben jetzt halt 23 Kilometer. Könnte noch reichen, es wird knapp. Ich gebe mir Mühe, gehen wir bis auf die 70 und hoffe, dass wir uns hier dann die Sprintwertung nochmal holen können. So, kurz vorm Sprint sind wir angekommen. Ich habe hier hinten mein Team schon mal formiert. Eigentlich ein bisschen spät bei Kilometer 22, war es eigentlich ein bisschen früher, dass sie jetzt schon mal so langsam nach vorne fahren. Müller holt nochmal eben schnell Getränke. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Sprint hier durchgeht. Ich den nicht so verkacke wie gerade. So, Herr Leidert, strengen Sie sich mal bitte etwas an. So, und Attacke. Seitdem im weißen Trikot hier den Japaner so ein bisschen abdrängen, der nervt mich ein bisschen.
Und wir haben es geschafft. Also hier gibt es halt wieder 25 Punkte. Also es hat jetzt nicht viel Sinn, weil wir eh wieder eingeholt werden. Es sei denn, ich kann mit Leidert irgendwie Punkte gleich machen. So, Leidert kann jetzt auch direkt warten. Braucht jetzt wiederum sich nicht weiter aufreiben hier. Kann jetzt durchgehend regenerieren, bis die anderen kommen. Da hinten fallen relativ viele zurück. Und vor dem Peloton, wer ist da hinten? Ja, keine Favoriten. So, leider ist im Peloton. Was hast du denn an? Der hat 70 und 64. Packen die mal nach ganz hinten. Vielleicht können wir mit Leider den Sprint gewinnen. Einfach mal ausprobieren. Nur die Frage ist, ob Müller mit dem Wasser noch rankommt. Das sollte er eigentlich schaffen. Bis Kilometer 10. Geben schon mal jetzt hier das erste Energiegel. Hier das nächste. Herr Müller, das gefällt mir gar nicht, dass der zu blöd ist. Ja, ich habe zu spät Wasser geholt, erst bei Kilometer 25 oder so. Ich mache das eigentlich mal bei Kilometer 30. Dann funktioniert das eigentlich besser. Und jetzt ist er da. Machen wir den Sprint ein bisschen später. Komm, schnell das Wasser. So, perfekt. So, er hat auch Scheißwerte. Das heißt, er kann sich direkt hier einpacken. Und dann greifen wir auch direkt an. Alles so ein dämlicher Rundkurs hier. Das heißt, die kommen gar nicht so richtig auf Speed drauf. Können gar nicht richtig beschleunigen. Das ist echt ziemlich nervig. So, das ist groß, leider. Okay, die kommen jetzt wieder ran. Komm, jetzt pumpen wir. Ach, hab ich schon wieder alles vergessen hier. Five kilometers to the finish line. So, Geismar packen wir jetzt nach hinten. Den packen wir auch mal nach hinten. Wir haben jetzt zu wenig Beschleunigung. Wir brauchen jetzt ein bisschen Speed. Der ist auch nicht wirklich gut. War besser als die anderen beiden. Gehen wir jetzt mit Eckersdorfer sprinten. Oh, und jetzt behindern die sich da gegenseitig. Bitte, Jungs, macht doch nicht so eine Scheiße da. Oh, wir sind vorne. Also wir müssen jetzt links abdrängen. Und jetzt müssen wir im Grunde genommen schon mit voll rein in den Sprint. Karte. Wir sind hier. Jetzt geht es noch einmal. Links und dann rechts. Sind die schon am Sprinten hier? Ja, glaube schon. Ja, so. Wir öffnen den Sprint für unser komplettes Team. Und hoffen, dass wir mit Leidert nach vorne kommen. Keine Chance. Groß werden wir Fünfter. Ja, wir haben halt keine Sprinter, sowas im Liefer. Da, 71, 73, 72, 70, 70, 68, 70. Also, die haben alle entweder mindestens 70er-Werte. So, dafür kommen wir mit unseren Pfeifen aber doch schon relativ gut nach vorne. Also, alles gut. Bin zufrieden.
So, Platz 10. Könnte noch ein paar Punkte gegeben haben für Leidert. Vielleicht reicht das, aber ich weiß es nicht. Für das Punktetrikot. Oh, leider Zweiter wegen Zeitbonis. Ah, ganz knapp nur Zweiter im Punktetrikot. Aber dann dürfte er gleich mit dem Punktetrikot fahren. Und das Erste der Nachwuchswertung. Boah, das sieht doch schon mal nett aus. So. Dann haben wir gleich die zweite Etappe, Tour de Langkawi. Und das ist wieder eine Sprintetappe. Dann sehen wir uns gleich. Wir befinden uns in der zweiten Etappe der Tour de Langkawi. Ich habe es tatsächlich mit Leidert in der Ausreißgruppe geschafft. War ganz interessant. Hatten immer nur so 30 Sekunden, 20 Sekunden Vorsprung. Das Feld musste richtig reintreten. Das Feld kam näher, näher, näher. Und auf einmal kam der Vierte. Also wir waren erst diese drei hier, Zahari, Zai und ich. Dann kam Shibata dazu und zack, auf einmal hat das Feld aufgehört, Pace zu machen. Interessant, keine Ahnung warum, aber egal. Wir sind jetzt in einer guten Ausgangsposition. Zai ist brutal schlechter als wir. Es ist so wie wir. Sollte eigentlich ausreichen für unsere Sprintwertung. Nochmal kurz, ne? 2 Sekunden, holen wir uns jetzt hier die 3 Sekunden Vorsprung. Da springen wir erstmal rechnerisch auf die 1 und holen uns auch da die Punktewertung. Also 1 Kilometer. Du bleibst hinter mir, mein Freund. Nicht reißt werden. Perfekt. Geklappt. Und jetzt mal ein bisschen regenerieren und dann gleich, wenn er regeneriert hat, auch. Ach, das ist doch nicht wahr, Mensch. Ach, groß. Also momentan sind echt verdammt viele Stürze. Keine Ahnung, was das für eine Kacke ist. Erstmal schnell zurück ins Feld. Da kommen sie auch schon so wieder ins Peloton. Ja, okay. Klappt so, dann kannst du direkt Wasser holen, bist ja eh da hinten. Und Groß kann dann wieder nach da vorne. Konzentrieren wir uns weiter auf Leidert. Hoffen, dass jetzt bis zum nächsten Sprint kein weiterer Sturz passiert. Der nächste Sprint steht an. 2,2 Kilometer. Wir gehen wieder auf die 85. Legen ein bisschen Tempo vor. Und da will er schon nerven. Zack. Perfekt. Dann können wir ein bisschen wieder Führungsarbeit machen. So, jetzt haben wir 60 Kilometer, 4 Minuten. Okay, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich mache jetzt erstmal Position beibehalten für Leidert und dass sie notfalls sonst ins Feld zurückfallen. Da braucht er sich jetzt nicht aufreiben bis zur nächsten. Ich hätte dann lieber noch am Ende für den Schlusssprint. Der letzte Zwischensprint steht an, bevor es ins Finale geht. Ich habe es doch noch geschafft, mit Leidert hier ein bisschen Zeit rauszufahren, dass wir den Sprint noch mitnehmen können. Leider ist ziemlich platt, also wird uns dann im Finale der Etappe nicht besonders helfen können. Aber wenn ich den Schlusssprint noch mitnehme, reicht mir das. Das sind nochmal 6 Punkte und nochmal 3 Sekunden, Boni. Und das passt. Wir haben jetzt 15 Punkte Vorsprung auf Salih.
20 auf Regul, gibt ja 25, so, und die müssen auch erstmal die Etappe wieder gewinnen. So, jetzt können wir uns definitiv zurückfallen lassen ins Feld und dann sehen wir uns gleich im Finale wieder. Ab und rein ins Finale. Zug steht. Wobei das hier aber ja eher relativ ist. Wir haben ja wirklich gar keinen Sprinter dabei. Was muss ich auch demnächst mal mehr drauf achten, welche Fahrer wieder mitnehmen. Leider ziehe ich einfach mit und hoffe, dass der mit ins Finale kommt. Der darf halt auf gar keinen Fall irgendwelche Zeit verlieren. Dann wären die ganzen Zeitbonis, die wir uns jetzt geholt haben, für ihn komplett Vanille gewesen. Wir werden den Sprint dementsprechend noch ein bisschen später anfangen, nicht schon bei 10 Kilometern, dass wir leider noch möglichst lange mitziehen können. Da gab es wohl wieder einen Sturz. Also Stürze sind hier echt häufig. Das ist krass. So, aber Gel könnt ihr schon mal nehmen. The riders are entering the last 10 kilometers of the stage. Jetzt werden die Jungs schon schneller da vorne. Wo ist Jungs? So gefällt mir das gar nicht. Kommt, ran, 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 ran. Können alle folgen. Sieht gut aus. Keine Sprinter, das sind alles solche Pflaumen hier. Leider, 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 nein, was machst du, Junge? Los, raus da. Muss mit. Oh, das wird eine ganz schlechte Angelegenheit. Groß und Rubbish sind da beide irgendwie eingeklemmt und leider bis ganz weit hinten. Sieht's vorne aus? Kann sich Groß vielleicht noch den vierten Platz sichern? Ja. Und jetzt haben wir bitte alle gleich. Bitte nicht mit Zeitnachteil. Sollte aber gut aussehen, ja. Ja, wir haben halt keine Sprinter. Das ist Bullshit hier. Nur alle selbe Zeit. So, jetzt. Und leider ist Erster mit 3 Sekunden Vorsprung vor Rigui, der gerade gewonnen hat. Das ist sehr nice. Ein Punkt nur auf Medium. Bergwertung haben wir nicht. Leider hier auch Erster. Oh, das gefällt mir. Das ist auch wieder nice. Aber was haben wir als nächstes? Kalender. Etappe 3. Und da geht es erstmal in die Berge hoch. Prima. Aktuell Gesamtführender werden wir wahrscheinlich nicht verteidigen können. Alleine schon, weil es in die Berge geht. Aber freut mich. Und dann bis zur dritten Etappe. Wir gehen rein in die dritte Etappe der Tour de Langkawi. Mit unserem Gesamtklassementführenden Louis Leidert und dem aktuellen Träger des Nachwuchswertungstrikots Matteo Groß, weil Medium U trägt die Sprintwertung bzw. Punktewertung. Wir haben auch direkt zwei Sprints hier relativ am Anfang. Da werde ich mit Leidert jetzt probieren,
probieren, die ersten Angriffe zu kontern. Damit wir dort eventuell nochmal eine kleine Zeitbonifikation gut machen können. Warum gehst du jetzt nicht mit, Idiot? Müssen wir so nachhalten. Groß kann man hier bleiben. Nicht zu viel sprinten, mein Freund. Ich glaube, es war zu früh, weil er nicht mehr vollen roten Balken hatte, oder? Oh, passt noch. Perfekt, wieder 6 Punkte, aber wichtiger sind die 3 Sekunden Zeitbonifikation, weil der Vorsprung ist ja schon relativ eng. Und da müssen wir eigentlich so jede Boni mitnehmen, die wir bekommen können. Und das heißt, wir schicken Groß wieder nach vorne. Lassen den mal Arbeit machen. Können wir ihn beschützen? Ne, es geht nicht, wenn er folgt. Oh, da greifen. Ja, da können wir jetzt nicht folgen. Da fehlt die Power für. Wir haben jetzt zu viele vorne. Ja, die haben jetzt schon wieder eine Minute, sind jetzt schon zu viele vor. Das wird wahrscheinlich nichts. Ich werde aber jetzt mal so 3 Leute hier abstellen. Die sollen mal ordentlich Tempo machen. So, und Rabbit schützt ihn. Oh, wobei, da haben wir sie schon eingeholt bald. Das geht jetzt doch relativ zügig. Leider ist auch fast wieder fit. Dann packen wir den mal hinten dran. Aber ich glaube, die kriegen wir nicht mehr bis zur Sprintwertung. Sind nur noch 2,5 Kilometer. Nee. Das wird nix. Ne, da sind sie durch. Ja gut, ich schau mal. Dann wird es wahrscheinlich bis hier, dafür reibe ich jetzt mein Team nicht auf. Die wären platt, wenn ich es jetzt bis hier probieren würde. Die Bergwertung sind 12 Punkte. Da gibt es aktuell noch nichts, ne? Rabic ist mein bester Bergfahrer. Ich glaube, ich werde probieren, mit Rabic auszubrechen, dass ich mit dem noch in die Gruppe reinkomme, dass er sich Bergpunkte sichert und den Rest werde ich zurücklassen. Und dann schätze ich mal, sehen wir uns, geht es hier gleich weiter vor der Bergwertung der ersten Kategorie. Wir sind einen halben Kilometer vor der Bergwertung. Die Bergwertung ist direkt vor uns. Die hatten gerade noch eine Minute Vorsprung, brechen jetzt gerade aber ein und ich probiere gerade mit Rabic, Geismeier und Groß, dass ich hier die Punkte bekomme. Müller muss abreißen lassen, den schicke ich mal hinter Leidert, dass der da eventuell noch bleiben kann. So, und das könnte reichen, dann doch nochmal sprinten, dass wir die ersten 3 haben. Ja, und wir übernehmen auch sofort die Bergwertung. Richtig nice. So, jetzt bedeutet es, dass mein Team sich erstmal wieder formieren muss, dass wir die so ein bisschen wieder auch erholen. Die sind ja doch ziemlich platt, damit wir hinten raus bei der Etappe noch ein Wörtchen mitreden können. Die letzten 12,5 Kilometer. Es ist noch nicht so, wie es perfekt ist. Ich kann halt jetzt noch nicht so Vollgas gehen. Die sind halt auch schon zum Teil ziemlich platt. Aber wenn wir mal gucken, Medium U
Ah, kommt da gerade wieder ran. Der ist schon etwas rausgefallen hier, der aktuelle Zweitplatzierte in der Gesamtwertung. Rigui Gui, der ist noch dabei. Der scheint topfit zu sein. Der hat aber auch halt gute Werte. Salé ist auch schon hinten am Feld. Also es sieht so aus, dass der ein oder andere schon nicht mehr so mithalten kann. Okay, Kreda ist da. Wir können uns auch mal die Top 10 der Gesamtwertung anmachen. Da haben wir aktuell drei Stück hier vorne. Und dann haben wir Min ist hier. Ja, da sind also schon ein paar zurückgefallen. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier vielleicht noch was reißen können. So. Well, we can see that the pack is increasing the pace. It's going to be difficult to break away now. So. Na, noch The ein. riders are Ah, jetzt ist entering the egal, last jetzt sehe 10 ich schon zu kilometers of the spät. stage. So, Müller ist weg. Haben wir denn jetzt noch zwei Rechtskurven? Das heißt, wir können ein bisschen Speed ruhig gehen. So, Müller zieht nach rechts weg. Und Eckersdorfer kommt nicht raus, oder wie? Oh, komm, bring uns nach vorne, Junge. Riders are closing on the last 8 kilometers of the stage, which will most likely end up in a mass sprint. Wow, that's one attack that's going to leave a good few in its wake. Nach aller Speed. Warum bricht er denn jetzt ab, der Idiot? Und jetzt. Das verstehe ich wieder nicht. Warum fährt er denn da in die Bande rein? Komm ab nach hinten mit dir. Und Groß muss angreifen. Der Eckersdorfer. Muss mal ganz weit weg hier. Komm, ich mal hier so rein. Riders are entering the last 5 kilometers of the Und stage. da tritt die Rechtskurve. Ich glaube, das war bisher ganz gut. Jetzt kommt Geismayr. Trabitsch und Leidert. Komm, fahr dran vorbei. Komm, komm, komm. You see that? You can read the pain on the faces at the back of the peloton. There's a growing number of riders left behind. Ah, wir haben halt keinen Sprinter The riders are in a dabei. portion above 10%. Ah, Right to Kreda, forward, Min, a Rigui great Gui kommt auch sprint! relativ früh an. Kreda, Monk, Quintero. Kreda macht 3 Sekunden. Monk. Quintero. Ah, die werden uns aber erstmal nicht gefährlich. So, dann schauen wir mal. Etappe in der Allgemeinen. So, Luis leider immer noch Erster mit 4 Sekunden Vorsprung. Mit der Punktwertung und Bergwertung Rabic. Boah, sieht aktuell gut aus für uns bei der Tour de Langkawi. Dann gehen wir ab in die nächste Etappe direkt. So, die vierte von 8 Etappen bei der Tour de Langkawi steht an. Und das ist wahrscheinlich die entscheidende Etappe für das Gesamtklassement. Es ist nämlich die einzige mit einer brutalen Bergankunft. Ne? Wir haben hier Kilometer 128, das heißt 30 Kilometer bis hier. Wenn das hier sein, so 5 Kilometer vielleicht. Das heißt, wir haben so 25 Kilometer einen steilen Anstieg. Ich glaube, ich brauche kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass Lewis leider sein Gesamtklassement jetzt verlieren wird.
Rabic hat eine Zweier-Tagesform, Geismayer hat eine Zweier-Tagesform, das sind so 69, 67, Berg und Hügel, 68, 69, das sind so die beiden, eventuell was machen könnten. Ich werde auch mein komplettes Team komplett zurückhalten, ich werde auch jetzt keine Angriffe mehr mitgehen, auch auf die Sprintwertung nicht, die können wir uns dann, wenn noch überhaupt, auf den nächsten Etappen holen. Ich werde mein komplettes Team jetzt schonen und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Beim Berganstieg. Wir gehen rein in die entscheidende Etappe. So, und ihr seht, es ist ganz schön schon gesplittet, das Feld. Wir gehen mal eben rein. Wir haben hier das Peloton, das brutal Pace macht die ganze Zeit. Nur noch 54 Leute drin. Wir haben hier Eckersdorfer und wir haben auch hier schon mit über 5 Minuten Rückstand. Welcher Fahrer war das denn hier in der Gruppe? Da war ein Riguigui, genau. Unser, okay, der ist nicht fürs Gesamtklassement, obwohl hat nur 8 Sekunden, aber es ist halt der zweite in der Sprintwertung, der da schon zurückgefallen ist. Es wird auf jeden Fall jetzt sehr interessant. Die machen hier richtig Pace, wahrscheinlich für Kreda oder Kroide. Welches Team ist das? Kinan Cycling Team. Wird auf jeden Fall jetzt interessant, wie wir hier durchkommen. Eckersdorfer musste sich schon verabschieden. Er hat noch minus 5er Tagesform und der hat ja auch sonst jetzt noch keine besonderen Werte. Muss sich erstmal entwickeln, der junge Mann. Rabic sieht sehr gut aus. Du schützt jetzt mal Geismayer, weil der mir am Berg besser ist als der Leidert. Leidert wird auch. Wir ziehen mit, solange wir können, aber wir nehmen auf Leidert jetzt keine Rücksicht. Und hoffen, dass Rabic sich irgendwie durchsetzen kann. Das wäre sehr, sehr verlockend. So. Jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne, dass wir nicht den Anschluss verlieren, falls sie da gleich Gas geben. Und jetzt haben wir, wie gesagt, 20 Kilometer, die es jetzt nach oben geht. Wo haben wir jetzt Zinsen Lee. Okay, ist aber wahrscheinlich jetzt nicht wichtig. Wo ist Zinsen Lee? Okay, 104er, der ist komplett irrelevant. Ich könnte mit Rabic jetzt Vollgas und 85 da den Berg hoch. Ich glaube, das würde der, oder mal 80, das würde der, glaube ich, durchhalten. Aber ich will gucken, ob ich Leidert vielleicht, ich will nur das Tempo mitgehen, jetzt nicht Tempo machen, damit ich Leidert noch mitziehen kann. So, Müller fällt jetzt raus. Jetzt haben wir noch groß, der Geismayer beschützt. Ne, komm, schütz Rabic. Leider muss ich jetzt opfern. Der kann jetzt ruhig rausfliegen und dann auch Punkte und Zeit verlieren. Und dafür kann er ja dann auf den nächsten beiden Etappen, müssen doch zwei sein, ne? Ach, drei sogar noch hier nach, kann er dann ums Punktetrikot fahren. Also 16 Kilometer noch. Können wir mal gucken, mit wie viel Speed die gerade fahren oder mit wie viel Einsatz, wenn ich Rabic und Geismayer jetzt mal auf 70 mache. Fahren die dann ab oder fahren die nach vorne? Die fahren nach vorne. Wir erstmal die 70 und trennen das Feld noch ein bisschen. Ich will nicht den Fehler machen wie der eine Etappe. Ich meine, da ging es um nichts. Aber ich will jetzt nicht meine Fahrer komplett niederwälzen, bevor die oben sind. Ich hätte gerne noch ein bisschen Energie übrig, dass die oben ankommen.
kommt jetzt ein Angriff, kontern wir nicht. Wir fahren ganz normal unseren Stiefel. Wir haben noch genug gelben Balken, dass wir da hochkommen. Groß und Leidert müssen jetzt fallen lassen. Dann können wir Geistmeier noch nehmen, um Rabitsch zu beschützen und damit Rabitsch gleich alleine hochfahren. Das interessiert nur noch Rabitsch. Erhöhen ein bisschen das Tempo. Kilometer noch. Muss ich nochmal eben Wasser holen. Das ist wahrscheinlich eh nicht wichtig, aber was soll's. Außer die beiden vorne. Die können wir jetzt natürlich nicht Wasser holen lassen. So, wir haben jetzt noch einen Fahrer vor uns. Wer ist das? Dybal, ah, den habe ich mir vorhin schon angeguckt. Der hat halt 72 Berg, 70 Hügel. Oh, der ist halt ein bisschen besser als wir. Nicht viel, aber wahrscheinlich ausreichend. Vielleicht können wir im Sprint später schlagen. Abwarten. Nur müssen wir ein bisschen Tempo rausnehmen, sonst haben wir wirklich platt. Watch out, a team leader is falling behind. Kilometer noch, ich glaube, ich muss noch ein bisschen rausnehmen. Wer ist er hier? Schöne Animation da mit dem Berg. Ah, das ist jetzt gerade echt eng. Ich will ihn nicht verbraten. Es sind nur noch 4 Kilometer. Wir können jetzt was Energiegel nehmen. Stark, wie Geistmeier durchhält die ganze Zeit. Jetzt gleich fällt er ab. Aber er hat unseren Kapitän gut nach oben getragen. Ja, wir haben über 2 Minuten Rückstand, das heißt, der Australier, Dybal, auf jeden Fall da vorne jetzt wahrscheinlich das Gesamtklassement übernehmen. Oh, ich glaube, ich habe wieder überpaced. Zwei Kilometer noch. Ich kann erst bei so circa 500 Meter sprinten, sonst ist er vorher platt. Wir haben 3 vor uns, also Top 7 sind wir auf jeden Fall. Aber ich wäre gerne besser platziert. Ja, 900, ne, wir haben noch, ach, 1,6 Kilometer noch, scheiß. Ja, und jetzt geht schon der rote Balken runter. Jetzt habe ich ihn platt gefahren. Scheiße. Dybal ist erst. Ja, er sitzt schon 3,5 Minuten. Wir haben noch 800 Meter, soweit wir Kurve rum sind, können wir sprinten. So, und komm. Guck, ob du noch irgendwas holen kannst, aber ich glaube, nee. Ja, siebter werden wir. Ja, mit 4 Minuten Rückstand. An Geistmeier, 9. aber trotzdem noch geworden. Nicht schlecht.
Boah, Müller 17 Minuten Rückstand, Eggersdorf 18. Eieiei. Ja, aber die sind halt Talente, die haben keine 70er-Werte und gar nichts. Die hoffe ich ja, dass sie jetzt durch die guten Trainer sich nach und nach entwickeln, dass da so richtige Böllermänner bei rumkommen. Knallerballer. So, gehen wir mal in die Siegerehrung. Dybal, 2 Minuten vor Kaidi, Garcia, ja, 4 Minuten auf Rabic, 4:15 auf Geismayer. Übernimmt damit selbstverständlich auch das gelbe Trikot. Ja. Mhm. Rabic 7. Geismayer jeweils über 2 Minuten Rückstand. Rabic hat aber das Werk-Trikot. Geil! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, nice. Und leider hat er immer noch das Punkte-Trikot. Ah, immerhin etwas. Und Nachwuchswertung hätten wir Matteo Groß als 6 Minuten. Ah, das wird auch nichts. Und da hängen wir jetzt auch. Aber immer ein Dritter von der Teamwertung her. Alles gut. Wir haben aber noch 2 Wertungstrikots. Wie gesagt, das war jetzt die entscheidende Etappe. So, jetzt sind wir wieder Sprint. Da gibt es nochmal Berg. Also nächste Etappe ist für Leidert. Da müssen wir den in eine Ausreißergruppe bringen. Dann noch wieder Leidert. Hier eventuell mit Rabic raus. Und hier könnte es dann nochmal interessant werden, je nachdem wie die Etappen davor verlaufen. Dann geht's direkt rein in die Etappe. Und rein in die Sprintwertung. Leider hat eine super Tagesform heute, eine plus 4. Dadurch, dass er das Punktetrikot trägt, war er sowieso in der ersten Reihe. Ich habe sofort mit ihm angegriffen. 2 Fahrer sind mitgekommen. Dürften jetzt keine Konkurrenz für uns sein, haben auch keine Punkte. Und jetzt gehen wir einfach mal rein in den Sprint. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Vielleicht habe ich ja Glück und die sprinten auch nicht mit. Ah, doch, tun sie, oder? Ah, nicht so wirklich. Reicht. Und wir haben 7 Punkte Vorsprung aktuell vor Kreda und Regui. So, die nächste Punktewertung kriegen wir auch noch auf jeden Fall. Lass mal ein bisschen rausnehmen, da muss man wieder ein bisschen regenerieren. Wir haben nochmal 6 Punkte. Also, vielleicht haben wir Glück und können das Punktetrikot verteidigen. Wir sehen uns bei der nächsten Sprintwertung. Der nächste Sprint steht an. Es haben 4 weitere Fahrer den Weg zu uns gefunden, aber jetzt keiner auch, der uns irgendwie für Sprint-Trikot Konkurrenz macht. Zumindest von Punkten her hat keiner. Das heißt, wir gehen einfach nach vorne, wie immer. Fahren den Sprint an. Holen uns die Punkte. Haben jetzt 13 Punkte Vorsprung und jetzt haben wir noch 48 Kilometer und relativ wenig Vorsprung. Ich glaube, das wird auch die Gruppe nicht schaffen bis zur nächsten Sprintwertung und dann geht es dann weiter im Finale. Unverhofft kommt oft. Tatsächlich haben sie es doch geschafft und der Vorsprung hat sich sogar noch ausgebaut. Die Jungs haben gute Arbeit gemacht. Ich konnte leider in der ganzen Zeit auch noch komplett regenerieren, was für mich wunderbar ist. So, ab in den Sprint. Sup, meine Punkte. 19 Punkte Vorsprung. So, das heißt, die müssen schon Top 2 kommen. Kreda und Rigui, um uns das Trikot da wegzunehmen. Ich meine, es sind gute Sprinter. Ja, also Kreda 71, 71, 71, 69, 71, 73, also natürlich kein Vergleich zu Leidert. Aber was soll's. So, ich bleibe jetzt erstmal noch in der Gruppe, schaue mir das noch ein bisschen an. Bis ins Ziel wird es auf jeden Fall nicht reichen und falls ich merke, dass er sich hier zu sehr verausgabt, dann lasse ich ihn zurückfallen. Jetzt aber ab ins Finale.
Wir springen rein und so wie es kommen musste. Geismeier hat eine Reifenpanne kurz 25 Kilometer vorm Ziel. Jetzt muss ich gucken, dass ich Groß und Eckersdorfer noch zurückschicke, dass sie den ja bestenfalls noch aufsammeln. Eckersdorfer schicke ich jetzt auch, leider schicke ich jetzt auch zurück. Und jetzt hoffen, dass ich Geismeier noch irgendwie ins Finale reinbekomme. So, Vollgas, Jungs. Bringt ihn zurück ins Feld. So, ihr beide bitte dort platzieren. Das ist natürlich jetzt total beschissen. Vor allem, weil er heute richtig gut drauf ist, wollte ich den eigentlich schön nach vorne bringen, aber ja gut. Only 15 Kilometer left. Sonst müssen wir mal probieren mit zwei Leuten irgendwie, ob wir da an den Sprint reinkommen. Aber die werden gleich vorne auch so ein Tempo machen. Ich glaube nicht. Wir haben halt 2 Minuten Rückstand. Babic weiter nach vorne, Junge. Teammates of the main sprinters are not handing out tickets for a breakaway, so the stage will end up in a mass sprint. Ich leider hier hinterpacken, hinter Kreda, das wäre nicht schlecht. Und Rabic hinter. Oh, ich dachte schon hier Wout van Aert. Ey, aber ganz kurz mal eben Schnappatmung bekommen. So, und dann packen wir Rabic hinter Rigui Gui, obwohl ne, der lässt sich gerade zu weit zurückfallen. Packen wir Rabic hinter Leidert. Oder auch dahinter. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Wir sind schon Kilometer vom Ziel. Wieder gar nicht drauf kalibriert. Nicht konzentriert genug. Wer gewinnt? Ja, natürlich gewinnt Kreda. Scheiße. Gerade der, der nicht gewinnen durfte. Rui Bui Bui ist nicht dabei in Top 20. Ach, Kacke. Ja, damit ist das Punktetrikot an Herrn Kreda gegangen. Bergtrikot hat immer noch Rabic. Ja, schade. Hat man kein Glück, kommt auch noch Pech dazu. So, Etappe 6. Ja, müssen wir mit leider gleich direkt wieder ausreißen und hoffen, dass wir hier hinten mit Rabic was reißen können. So, dann springen wir direkt rein in die Etappe. So, gute Nachricht, ich bin in der Ausreißergruppe. Schlechte Nachricht, Kreda ist auch dabei, der aktuell Führende. Das heißt, er wird mir dann wahrscheinlich die Punkte abnehmen, die ich mir eigentlich haben will, weswegen ich hier bin. Es sei denn, ich kann ihn hier einklemmen.
Okay, ich habe 2 Punkte auf ihn gut gemacht. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, das ist nicht nett, nicht freundlich, aber das gehört zum Sport dazu. So, dann gehen wir mal auf Führungsarbeit 70. Müssen wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen regenerieren, die nächsten 15 Kilometer. Und hoffen, dass ich gleich nochmal ein paar Punkte auf den freundlichen Herrn aus den Niederlande gut machen kann. So, die zweite Sprintwertung. Ich glaube auch, dass die Gruppe gleich eingeholt wird. Hier will irgendwie keiner wirklich arbeiten. Wahrscheinlich, weil halt der Gesamtführende drin ist oder so. Naja, hier, wo ist Kreda? Der ist hinter uns. Aber wir müssen jetzt schnell nach vorne und den Sprint anfahren. Perez kommt wieder. Perez ist schon wieder vor uns, aber genauso wie vorhin auch. Nein, ich krieg die 6 Punkte. Aber ich hatte gerade nur zwei. Aber hier stimmt was nicht. Ich hatte gerade nur 2 Punkte Unterschied zu ihm. Und Perez war definitiv vor uns drüber. Ja, hatten wir ja schon in einer anderen Folge auch. Also es ist irgendwie kurios. Irgendwas stimmt da mit den Sachen nicht. Also ich bin definitiv Zweiter geworden. Perez wurde Erster. Und dann ergibt es auch Sinn. 2 Punkte Unterschied. Jetzt punktgleich mit Kreda. Der auch angreift, was mir aber jetzt ziemlich egal ist. Lass mich zurückfallen und konzentriere mich darauf, dass wir die Gruppe bis hierhin eingeholt haben, damit ich mit Rabic hier Punkte holen kann. So, ich musste jetzt ordentlich Führungsarbeit leisten, dass wir die da vorne eingeholt bekommen, aber jetzt sind sie direkt vor unserer Nase, 5 Kilometer vor dem Ziel. Wir gucken uns mal eben die Bergwertung an. Rabic, Geismayr, Groß, dann werden wir die auch entsprechend positionieren. Rabic fährt jetzt mit 85 vor. Geismayr dahinter, Groß dahinter und dann schauen, dass wir noch ein paar Fahrer einfach schützen. Müller ist nicht mehr so fit. Jetzt hoffen, dass wir die auch jetzt noch einholen auf dem auf der Entfernung. Das sieht aber erstmal gut aus. Jetzt müssten wir sie schlucken. Wenn wir uns hier jetzt nicht festfahren würden. Oh, jetzt kommen da irgendwelche Ommels an und nehmen mir meine Punkte weg. Und noch nicht mal gute. Ah, Marcelo Felipe, der. Oh, das regt mich jetzt auf. Dann müssen wir mal gucken, ob wir es schaffen, zur nächsten Marke durchzufahren. Leider packen wir mal dahinter, den brauchen wir gleich. Müller holt mal Wasser. The pace has slowed somewhat. It's perhaps due to fatigue, but I'd bet on some sort of tactical choice. Jetzt wieder Vollgas. Wir müssen leider nach vorne bekommen. Kannst du eigentlich schon wieder in die Tonne kloppen. Was machen die hier so Faxen, die Penner? Naja. Ah, da hat Kreda sich Punkte geholt. Egal. Bitte wieder formieren. Wir müssen das Tempo jetzt ein bisschen hochhalten. Ich will zumindest die erste Kategorie Bergwertung haben.
aber zumindest noch ein paar Kilometer, also 10, 15 Kilometer, wo wir ein bisschen regenerieren können. Müller bringt Wasser. Wird das noch was mit dir hier, du Pflaume? Schwimmen bis zu den 3 Kilometern und Gas. Das Tempo hoch machen. Und Angriff, los Jungs. Ja, da haben wir die Bergpunkte. Das hat doch mal ausnahmsweise geklappt. So, Position halten. Irgendwo hier. Und jetzt schaut, dass jetzt müssen wir hoffen, dass sie sich noch ausreichend regenerieren, bis wir dann gleich ins Finale springen. Die letzten 9 Kilometer, das Energiegel kickt und wir beginnen mit unserem Angriff und hoffen, dass wir vielleicht doch nochmal einen Etappensieg holen. Aber wir haben halt, es bleibt das Problem bei dieser Etappenrundfahrt. Wir haben keine richtigen Sprinter dabei. So, das reicht jetzt. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Tritt rein. Trage uns nach vorne. Und jetzt kommen halt die Sprinter mit ihren richtigen Anfahrern, da können wir dann halt nicht mithalten. Oh, nee, den lasse ich jetzt mal da, sonst blockiert er uns. Ja, und Rabic und Leider sind halt viel zu tief hinten drin. Dass sie da noch was ausrichten können. Nur groß. Na, vielleicht noch Top 10. Nee, auch das nicht mehr. Wir haben halt keine Sprinter dabei. Das ist so zum Mäusemelken. Zumindest von meinen Punktekollegen oder Konkurrenten hat jetzt keiner gepunktet. Das heißt, wir haben Kreda jetzt 11 Punkte vor und Bergwertung 7 Punkte vor. Ja, dann müsste jetzt... Jetzt haben wir noch 2 flache Etappen, die jetzt folgen. Puh, ja, dann ab rein in die nächste. So, rein in die 7. und vorletzte Etappe. Es gab für mich keinerlei Möglichkeit, mit Leidert auszubrechen. Das Peloton ist immer nachgesetzt und einmal habe ich es ganz kurz in der Ausreißergruppe geschafft. Aber der Herr von uns zu Dingsbums
Kräder hat direkt nachgesetzt und waren noch zwei, drei andere mit in der Ausreißergruppe, da hat auch keiner geholfen. Von daher bleibt uns jetzt nur der Schlussspurt, wo wir wahrscheinlich eh wieder alt aussehen werden, weil wir einfach keine Sprinter im Team haben. So, leider, was ist mit euch, Jungs? Ihr müsst hier mal dran vorbei, ihr Deppen. Das sieht ja wieder super aus. Das slidert. Wo ist Rabic? Ach Gott, im Himmel, ey. Das darf mir nie wieder passieren, dass ich keine Sprinter dabei habe. The guys up front are asking serious questions of the riders in the rear as more of them are left in the wake. Ja, und Rabic kann sich da gar nicht befreien, da kommt er überhaupt nicht raus anscheinend. Da jetzt langsam bewegt er sich mal. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Go, 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 go. So, leidert. Rabisch ist immer, ist, naja, so, so lala. Okay. Das wird überhaupt nix. Ach, der Sprinter wieder. Ich weiß nicht warum, aber wir sind schon platt. Zwei, vier, sechs, acht, elfter. Noch nicht mal Top 10. Oh, schlecht, 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 schlecht. Ja, hat der Kreder schon wieder gewonnen? Ja, zum Dritter geworden. Ja, das ist, die sind einfach, da können wir nicht mithalten. Nicht mal ansatzweise. Na gut, springen wir direkt in die nächste und damit die letzte Etappe der Tour de Langkawi. Wir sind im Finale der Petronas Tour de Langkawi. Wir befinden uns auf der 8. von 8 Etappen und sehen, das ist ein Rundkurs. Das sieht man, weil das Profil sich halt die ganze Zeit immer wiederholt, 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 mit jeder Menge Bergwertung. Es gibt jetzt über 40 Punkte bei der Bergwertung hier. Wir haben leider mit Leidert schon das Punktetrikot verloren. Jetzt müssen wir gucken, ob wir mit Rabic das Bergtrikot verteidigen können. Das heißt, ich werde gleich gucken, dass ich mit Rabic mindestens in eine Ausreißergruppe komme und so lange wie möglich dort irgendwie drin bleiben und möglichst viele Punkte abstauben. Sobald irgendwas Interessantes passiert, schalten wir ein. Willkommen. Ja, es ist ein Kampf hier die ganze Zeit. Ich bin mit Rabic und Eckersdorfer direkt zu Beginn ausgebrochen. Auf einmal hatten wir kurz darauf eine Minute Vorsprung und dann auf einmal hat irgendeiner wohl gemeint, oh, nee, die nicht bitte. Ja, dann sind wir auch direkt wieder eingeholt worden. Dann ist der Herr Philippe einmal ausgebrochen. Wo ist der Herr Philippe? Auf jeden Fall der Zweitplatzierte im Gesamtklassement. Da ist jetzt ein bisschen zurückgefallen. Bin dem gefolgt, sind wieder eingeholt worden. Ja, und jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie jetzt hier... Obwohl, nee, noch. Das interessiert mich noch nicht, die Sprintwertung. Dass ich hier irgendwie mithalten kann. Aber ich muss die Sprintwertung halt mitgehen, wenn ich die Bergwertung haben will.
Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Beinahe wieder verpasst. So, Rabbit sprinten. Los, hoch den Berg. Hoch, 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 Rabbit. Und. Ja, meins. So, und ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde mein komplettes Team kaputt arbeiten lassen. Ich packe die jetzt mal alle auf Führungsarbeit. Und probiere jetzt für die Zukunft sämtliche Formen von Ausreißen zu unterbinden. Ich meine, die greifen obwohl... Ja doch, da sieht man ja, die machen hier vorne brutal Tempo. Ja, und wenn sie mich nicht rauslassen, dann lasse ich auch keinen anderen raus. Und dann mit Rabic immer halt kurz bevor... Obwohl, was ist hier gerade los? Ja, warten wir lieber doch erstmal noch. So, dann trefft euch mal bitte hier bei Saleh. Gastorfer holt mal Wasser. Ist doch mal ein bisschen Vorsprung. 30, 27, 30, 31. Na, und Rabic ist platt. Ja, das reicht, was er folgt. Keine Power. Der ist eh gleich komplett platt. Oh, da geht's nämlich los. So, Führungsarbeit mit 75. Ausmuff von Geismar, du beschützt Rabic. Und Rabic macht Position halten. Gucken, ob das klappt. Dann will ich schon wieder den nächsten Angreifer. Shimura. Hat aber keine Bergpunkte, da ist mir egal. Riders are literally disintegrating due to the rhythm imposed by the pack. Oh, jetzt geht's nämlich los. 3,6 Kilometer, muss ich gucken, dass ich nach vorne komme. Ist mal nicht vor mich, hinter mich bitte. Danke. The riders are in a portion above 10%. The escapees have surrendered. Oh, geil. Zack. Und wieder Punkte. The team leaders should be coming more and more to the fore. Und das kannst du wieder beschützen. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. A rider has fallen and he's not getting back up. It looks like he'll have to abandon the race. Wir haben gerade Vorsprung vor dem Peloton, das ist aber auch nice. Zwei fremde Fahrer hier drin. Withdrawal of a rider. He seemed to have neither the energy nor the courage to keep going. Na, dann lassen wir das doch erstmal hier weiterlaufen, wa? Sieht doch interessant aus. Nur 3,4 Kilometer. Du hängst dich wieder dran und du fährst wieder vor. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Schön hinten bleiben, mein Freund. Whoa, there's an attack from inside the breakaway group. Oh, und den nächsten. Das
57 Punkte. Ich glaube, das sieht relativ gut aus. So, du bitte ihn wieder beschützen und du holst mal eben Wasser. Okay, jetzt ist das Pilottor rangekommen. Oh nein! Och, Mensch, Alter! Doch nicht genau er! Oh, so, wer hat denn noch Power? Leidert und Müller. So, ne, jetzt müssen wir sowieso ändern hier. Nur noch Position halten. Und ihr beide Einsatz. Eins. Ja, steh doch mal auf. Hallo. So, 85. We've got just one third of the race left to run. Now is not the time to give up watching. That looks like a really bad fall. It's a shame, but und schon wieder. A group of riders has come a cropper. Oh, jetzt seid ihr alle in derselben Gruppe. Oh, kommt, ihr schafft das. Ich vertraue auf euch. Wie sieht es vorne aus? Ah, da habe ich wahrscheinlich jetzt einer verpasst, ne? Wegen dem Scheiß hier. Philippe Mor. Oh, nein, nicht Philippe. Scheiße. Komm, Geismeier. Du musst dir gleich auf jeden Fall die Bergwertung holen. Oh, was kannst du vergessen? Nee, ich bin nicht vorne, es ist zu spät. Nee. So, wer ist das? Und schon wieder Philippe! Sehr auf ein paar Punkte dran, nur weil dieser der mich Rabic statt diesen Unfall hat. Das ist doch zum Kotzen, das Spiel. Meine Fresse, los. Bringt den ran. There's nobody out in front, so with less than 20 kilometers to go, it's beginning to look as though it's going to end in a mass sprint. A rider has just fallen. Sehr beschissene Philippe. Hauptsache, er kriegt die Punkte nicht. He broke from the pack like a greyhound. Oh, Rabic ist endlich. So, bringt ihn, führt ihn ran, Leute, führt ihn ran. So. Groß ist fast platt. Eckersdorf auch fast platt. Ruhig, Brauner, die anderen kommen nicht hinterher.
Mal wenn ich vorne langsames Tempo. Was ist denn das für eine Truppe hier? Auf einmal. Ach, wir sind zurückgefallen. Only 10 kilometers left. Wird das jetzt was bei euch? So. Jetzt aber Speed. So, jetzt kannst du wieder dahinter. Ab die Post, ab die Post. Jetzt probieren wir einfach mal einen Angriff. Vielleicht können wir einen Solo-Sieg erringen. Glaub nicht dran, aber die Hoffnung nicht aufgeben, ne? Einfach mal ausprobieren, geht ja um nichts mehr. So, jetzt noch ein bisschen, eben schnell ein bisschen regenerieren. Komm, komm. Trampel, Junge. 28 Sekunden bei 3 Kilometern. Attack with the finishing line within reach. Falling behind, a team leader is falling behind. Das ist der Sieg. So, er ist fertig. Wie weit sind die denn jetzt noch vom Ziel weg? Bisschen was kommen. Ja, auf die 99 ist eh vorbei jetzt. So. Sprinten weg. Ah, aber zumindest noch mal ein Etappensieg zum Abschluss. Ist doch auch schön. Ha! Und jetzt gehen wir, jetzt wird's interessant. In die Siegerehrung. Daniel Geismeier. Obwohl der so einen Vorsprung hatte, sind die alle noch selbe Zeit gewertet worden. Ist schon interessant. So, Marco Garcia. Au, wieso das denn? Wann hat denn Dybala die Zeit da so verloren? Okay, interessant. Punktewert. Bergwertung, Rabic, hat sich gelohnt. Geismeier sogar noch Zweiter geworden. Oh, wenn ihr euch wundert, wenn mal kurz ein Standbildschirm ist, dann mache ich hier gerade einen Screenshot. Und Raimund Kreda, ja, da hatten wir keine Chance mit leider, das ist, aber trotzdem, ich bin zufrieden. Etappensieg nochmal auf der letzten Etappe geholt und das Bergtrikot gewonnen mit Stefan Rabe. Schade, dass er so alt ist schon. Potenzial hat er auch nicht mehr. So, was hat der Kalender? Dann geben wir mal einen Tag vor. So, und wir bekommen Preisgeld 11.340. Schmeckt, schmeckt. So, das war die Tour di Langkawi. Jetzt wollen wir mal, wir haben den Februar, jetzt wollen wir mal ganz kurz noch in die Ergebnisse reingucken. In die Platzierungen.
Uns interessiert natürlich, da könnte man sagen. Stefan Rabic, 8 Punkte aufgestiegen, ist jetzt auf Platz 5. Garcia Marcos. Wo hat der denn so viele Punkte? Die Gesamtwertung gewonnen. Das sind so viele Punkte. Der hat nicht eine Etappe gewonnen und sonst immer nur irgendwo im Durchschnitt. Krass. Und er. Auch nur eine Etappe. Okay, also das hat hier richtig ordentlich Punkte gegeben anscheinend. Und da, wenn ich überlege, Rabic, der hat doch schon. Ja, New Zealand Classics hat er gewonnen. Und einmal zweiter Platz. Vuelta Altachira. Okay, und hier. Okay, aber es ist halt nur ein Zweier, das ist halt eine HC-Kategorie, ne? Es ist halt deutlich höherwertiger. So, Super Prestige brauchen wir gar nicht nachgucken. Siege, wir haben Van Poppel hat 3, Consienne und Kreda haben jeweils 3 Siege. Dann kommen wir mit Banusch und Shinnagli, 2 haben. Und bei dem Team Continental sind wir Zweiter hinter dem Team Ukio. Die haben jetzt wahrscheinlich dann auch. Ja, die haben Kreda im Team und Ben Dybal. Okay, das sind natürlich zwei bombenstarke Fahrer. Also für unsere Verhältnisse. Oh, Super Prestige. 14. Boah, nur Team Ukio ist besser von den Continental-Teams. Das sind aktuell einige World Teams hinter uns. Und wir haben die meisten Siege mit 7 Stück. Also, ehrlich gesagt, damit bin ich momentan sehr zufrieden. Immer nochmal dran denken. Ich spiele es jetzt im Grunde genommen mit einmal, wo ich ein bisschen rumgedattelt habe und ein bisschen ausprobiert habe, ein bisschen rumsimuliert habe, spiele ich jetzt zum ersten Mal. Dafür bin ich wirklich sehr zufrieden. Dann gucken wir auch mal raus, was kommt als nächstes. So, als nächstes steht an die Vuelta del Porvenir San Luis. Das ist wieder in Argentinien. Hier Hügel und sonst eine relativ flache Etappe. Relativ flache Etappe. Einzelzeit fahren, da müssen wir jetzt darauf achten, dass wir Flückiger oder Mattes mitnehmen. Etwas hügelig und wieder flach. Ja, und ein paar Sprinter wären wahrscheinlich nicht schlecht. Ansonsten. Und dann folgen halt nochmal der Grand Prix Velo Alagna. Grand Prix Justiniano Race und dann folgt auch schon die nächste große Etappenrundfahrt, nämlich die Tour de Ruanda. Auf die freue ich mich schon. Die macht Spaß, die spiele ich gerne. Habe ich viele Videos von auch gesehen, anderen Let's Plays. Das wird schön. So, wieder eine sehr, sehr lange Folge. Ich hoffe, es gefällt euch, aber dafür mache ich ja auch extra immer die Kapitel unten rein und die Timestamps, ne, dass man immer von Etappe zu Etappe springen kann, dass man sich das anguckt. Wie man es mag oder was man gerade sehen will. Und von daher, ich danke vielmals fürs Zuschauen. War meiner Meinung nach jetzt nochmal eine sehr, sehr spannende letzte Etappe. Hätte ich mir nicht so spannend vorgestellt. Und dann bis zum nächsten Mal.